Hey und Servus YouTube, herzlich willkommen heute zur Map-Vorstellung der Schöneberg. Lang wurde sie angekündigt, lang haben wir gewartet und heute ist sie rausgekommen am Sonntag von TLS Modding. Auf ihrem Forum, auf ihrer Homepage und auch auf Facebook wurde der Link geteilt. Beide Links findet ihr in der Beschreibung unten. Ja, willkommen in Schönebeck, einem Dorf zwischen Kyritz, Ostprignitz-Ruppin und Pritzwalk-Prignitz. Einem Ort, in dem die Zeit stehen geblieben ist. Euch erwartet eine naturbelassene Landschaft in einer idyllischen Gegend. Genießt bei den Arbeiten auf den Feldern die schöne Landschaft der Mark Brandenburg. Zu eurem Besitz zählen die LPG-Pflanzenproduktion, die LPG-Tierproduktion sowie die umliegenden Felder, Wälder und Wiesen. Wir wünschen euch viel Spaß mit der Schönebeck Map, euer TLS Modding Team, Map bei Andy Scania und TLS Modding. Ja, Freunde, und damit herzlich willkommen bei der Schönebeck. Zuerst müssen wir mal wieder meinen schönen lieben Toggle Flight and No Hard Mode raussuchen. Da ist er ja. So. Wir sind hier am Hof in der LPG Pflanzenproduktion Schönebeck. Und da sehen wir schon mal gleich den Hof und ich sehe schon brutalst, nämlich detailliert hochauflösende Texturen. Vor allem das Gras sieht so geil aus. Das sieht man von der Weide schon, wie scharf das gekennzeichnet ist. Natürlich sieht es alles sehr ähnlich aus zur Bantico. Trotzdem erkennt man den Hof nicht wieder. Ist es ja auch nicht. Ich schaue mir mal kurz die Map an. Okay. Freunde, das ist also der schöne PDA der Map Schönebeck und hier können wir uns auch gleich schon mal ein Urteil fällen. Ich bin der Meinung, ich finde diese Map übersichtlicher von den Feldern her als die Bantico und von der Feldaufteilung finde ich sie eigentlich auch schöner, muss ich jetzt gleich mal gestehen. Wir haben hier einen Metzger, wir haben ein Möbelwerk, wahrscheinlich für Holz natürlich, wir haben eine BGA, die ist am Rande der Map links, einen Kartoffelhandel und die Getreidewirtschaft. Wir haben die VEB den Mischfutterbetrieb, der ist hier oben. Dann haben wir die LPG-Tierproduktion, hier sind dann die Kühe zu Hause. Die Schafe sind oben in der Nähe vom Shop, bei Kolreb. Dann haben wir die Pflanzenproduktion, wo wir gerade am Hof stehen. Das Gartencenter und daneben die Schweinemast unten links. Und direkt im Ort Schönebeck ist dann der Metzger, das Möbelwerk, die Bank und eine Telefonzelle natürlich auch. Ja, schauen wir uns mal die Startfahrzeuge an. Okay, gerade mal zwei Traktoren, den Deutz, Agrostar und den Ursus, dann den zweiten Drescher, ein Anhänger und ansonsten lauter Standardgeräte. Gut, wir haben schon einen Güllefass und einen Miststreuer und auch schon einen Teleskoplader, immerhin. Ebenso einen Wassertank, Startgeld 6.000 €, spärlich. Gut, schauen wir uns mal kurz die ganzen Verkaufsstationen an. Den Metzger habe ich schon erwähnt. Gut, da können wir verkaufen, es gibt übrigens Rindermast, Schweinemast, natürlich auch Ferkel und Kalb zu kaufen, um die dann zu mästen. Es gibt Mastgänse, also eine Mastgans kann man verkaufen, man kauft dann die Junggans, die wird zu Mastgans, logisch. Es gibt hier, natürlich, weil ich kein Multifruit-Mod habe, kein Multifruit, aber eigentlich gibt es hier Multifruit-Unterstützung, das heißt, sämtliche Multifruit-Sachen sind hier auch dabei. Beim Möbelwerk können wir Hackschnitzel verkaufen, okay, jetzt wissen wir, wofür das da ist, beim Kartoffelhandel, Kartoffeln und Zuckerrüben. Und ansonsten gibt es nur eine Verkaufsstation, und zwar die Getreidewirtschaft. Ich bin der Meinung, es macht es somit im Prinzip übersichtlicher, allerdings ist es natürlich blöd, wenn der Preis ganz im Keller ist, muss man wieder lange warten, bis der wieder steigt, ansonsten könnte man zur Alternative greifen, das ist hier nicht möglich. Was schön ist, dass die meisten Felder, also fast alle Felder bis auf eins, bereits vorgesät sind und im mittleren bis letzten Reifestatus sind. Dort ist jetzt gesät, alles kreuz und quer, sind im Prinzip alle Standardfruchtsorten. Das finde ich cool, dass das alles schon getan ist. Es gibt hier zwei Felder, bei denen schon Fahrgassen existieren und ein Feld, das ist quasi Brachland. Gut, dann kommen wir mal runter von unserem hohen Ross und schauen uns die Map an. Hier mal den Hof so ein bisschen genauer an. Gut, der Hof schaut immer noch ähnlich aus wie auf der Bantico mit diesen alten Gebäuden. Mir persönlich gefällt das nicht so brutal gut. Aber an sich ist es halt einfach damals so gewesen. Es schaut so aus und es ist einfach doch der Stil von der damaligen Gegend. Wir marschieren mal runter. Wir haben wie viele Wiesen? Wir haben 1, 2, 3, gerade mal 4 Wiesen. Dafür sind die Wiesen auch groß. Wiese 1 ist ein bisschen kleiner, Wiese 3 etwas größer. Wiese 4 ist riesig und Wiese 2 ist um den See rundum.
Also auch hier haben wir einen See, was ich persönlich sehr, sehr schön finde. Einen idyllischen Ort mit richtig schönem Wasser und schönem Schilf, richtig schön bebaut. Ich werde mal hier ein bisschen vorspulen. Ja, hier sehen wir dann das Feld 12 mit den Fahrgassen, finde ich episch. Und so wie ich das hier hatte, war eigentlich jedes Feld Fahrgassen. Das ist nur einmal besser zu sehen auf der Karte, einmal schlechter zu sehen. Aber ich finde das bis jetzt schon mal Hammer. Gut, ich muss mir mal kurz einen Weg ausdenken, wie wir denn hier hochmarschieren. Am besten hier da lang und dann zum Kartoffelhandel hoch. Forstbereich gibt es einen großen, da kommen wir jetzt nämlich hier hin. Das ist der große Forst. Und da fällt mir auf, dass wir neue Bodentexturen haben. Cool, cool, cool. Sieht meiner Meinung nach so gleich schon mal besser aus. Und richtig schön verwuchert, dieser Forst. Ein schönes Gelände, ist jetzt nicht zu riesig, aber auch nicht so klein. Also man hat da schon was zu tun. Hier einen richtig schönen kleinen Hof, wo jetzt zwar eigentlich keine Funktionen da sind, aber trotzdem gehört sowas dazu. Dann marschieren wir mal hier ein bisschen in die Luft. Und hier, ja gut, hier sind es keine Fahrgassen, hier sind es im Prinzip einfach nur Teilunterbrechungen vom Zuckerrübenfeld. Schwachsinn, Zuckerrüben vom Kartoffelfeld. Hier haben wir dann den Bahnhof, den habe ich jetzt vergessen als Verkaufsort. Ne, doch, das ist der Kartoffelhandel. Ich dachte schon, weil ich hier kein Symbol habe. Das ist der Kartoffelhandel. Hier können dann Kartoffeln und Zuckerrüben verkauft werden. Ich werde die Map ein bisschen im Schnelldurchlauf anschauen und nicht so ewig rumeiern. Hier kommen wir dann zum Map-Ende. Die Map ist jetzt von der Größe her... Ja, ich glaube nicht ganz eine Vierfach-Map, oder? Ich kann mir es jetzt nicht vorstellen, dass es eine Vierfach-Map ist. Oder vielleicht schon. Ja, so... Nicht ganz, glaube ich. Nicht ganz eine Vierfach-Map. Finde ich auch gut, dass sie nicht so groß ist. Ich glaube, die ist ein bisschen kleiner als die Bantico. Gut, hier haben wir dann die, hier ist das wieder, ich kann mir den Namen nicht merken, die Getreidewirtschaft. Hier können wir Trinkwasser kaufen, ja. Und was ganz wichtig ist, ihr müsst sämtliche Sachen wie Kalkdünger und was noch? Den ganzen anderen Schotter, also Kunstdünger und so weiter, müsst ihr alles besorgen bei dem Shop. Dort gibt es das alles zu kaufen, genauso wie die Jungtiere. Müsste es auch dort zu geben. Ah, Deutsche Demokratische Republik, 61 Jahre. Na, ich feiere das nicht. Aber immerhin hat man auch solche Sachen noch zur Originalität behalten. Ah, eine schöne Insel hier im Feld. Feld 6 ist ja, glaube ich, eh das... Ja, Feld 6 ist das Größte, Freunde. Das ist einfach brutalst. Diese Weiten, das ist man natürlich... gewohnt von der dortigen Gegend, diese riesigen Felder, diese riesigen Lohnproduktionsgemeinschaften. Und da hinten sind wir dann auch bei der alten BGA. Richtig schön versautes Silo. Wir haben nur ein Durchfahrsilo, ein riesiges. Ich will nicht wissen, wie viele Millionen Liter da reinpassen. Der Fermenter hier nicht ganz zu hoch, finde ich auch cool. Schön auf alt getrimmt. Eine Mischfutteranlage wird es hier auch wieder geben, die zeige ich euch danach gleich. Ja, im Großen und Ganzen, ach, hier sind nochmal zwei Silos. Ich dachte mir schon, das kann nicht alles sein auf der Map. Also hier nochmal zwei Silos und alles im altbackenen Stil. Die typischen Feldwege, also das ist Wahnsinn, wie man sich solche Mühe geben kann für einen Feldweg. Bei uns sind die Feldwege ganz einfach mal zugeschüttet mit ein bisschen Teerschrot oder was weiß ich, was halt so übrig ist, mit alten Ziegeln oder so, einfach drüber gefahren, um ein bisschen zu plätten. Und hier schön verlegt irgendwelche Betongitter, sag ich mal, damit hier die Traktoren nicht einsinken. Allerdings bei der Größe ist das eigentlich auch zu verstehen und nachzuvollziehen. Diese Plattenbauten, guckt euch das mal an, sowas finde ich eigentlich richtig genial. Wenn das ganze Setting der Map stimmt, und das ist man von der Bantico schon gewohnt, dass das alles stimmt, und hier stimmt es nach wie vor alles wie die Faust aufs Auge. Jede einzelne Textur, jede einzelne Art von Gebäuden passt perfekt. Hier haben wir dann den Mist und hier ist dann die Schweinemast drinne. Leider noch keine Schweine. Na komm schon, darf ich raus oder auch nicht? Danke. Jetzt komm schon. So, jetzt komme ich raus. Da hinten ist eine Waage. Ist es keine Waage? Nee, ist keine Waage. Dachte ich mir schon. Hier nochmal ein kleiner Hof.
Ach, das ist der Shop? Nee. Doch, das ist der Shop. Na klar. Das ist der Shop mit eigenem veränderten Logo, VEB. Dort gibt es eigentlich nur Setzlinge zu kaufen. Ja gut, Shop in dem Sinne, es ist im Prinzip nichts anderes als das Gartencenter. Gartencenter in Anführungszeichen. Da unten haben wir noch einige Felder. Das war es dann aber hier auch schon. Da unten mit dieser Begrenzung von der Map. Ja, ich finde es cool, dass sie nicht so riesig ist, sondern übersichtlich gehalten eigentlich noch. Dass man sich noch zurechtfindet. So, dann wären wir jetzt im Ort Schönebeck. Und auch die 30er-Zone und sonst alles, was man hier sieht, sieht wirklich traumhaft aus. Richtig schön. Das heißt traumhaft. Nicht traumhaft in dem Sinne, dass es modern und schön aussieht, aber es passt zur Landschaft wie die Faust aufs Auge. Und hier haben wir dann auch den Shop. Oder? Nee, ist der Metzger. Schwachsinn, ist der Metzger. Dann hier eine Art... Ach, das ist der Bahnhof in Schönebeck. Alles klar. Auch der wurde super gemacht. Und vor allem die ganzen Lenin-Denkmal. Oha. Das muss ich mir jetzt mal kurz anschauen. Ach, Tatsache. Tatsache hat man hier ein Lenin-Denkmal hingestellt. Na, Halleluja. Das ist wirklich originell. Ist hier nochmal ein Metzger? Nee, das ist der richtige Metzger. Das andere waren die Hühner, der Hühnerverkauf. Hier hinten ist nochmal eine Verkaufsstation. Ja, genau. Hackschnitzel, also das ist hier das Holz. Oder wie hieß das nochmal? Möbelwerk, genau, das Möbelwerk. Ein altes Feuerwehrgebäude. Wahrscheinlich maximal ein Löschfahrzeug und das war's. So, dann sind wir hier frei... Was? Für die freie Heide. Ah, okay. Kohlrep 6 Kilometer Schönebeck endet hier. Ja, Freunde, das war's in Schönebeck. Jetzt schaue ich noch kurz hier hinten zur Tierproduktion. Die interessiert mich doch noch stark. Und dann noch einmal zum Shop. Den möchte ich auch nochmal sehen. Dann haben wir es eigentlich von der Map hier geschafft. Es sind auch teilweise andere Texturen hier verbaut. Oder hier eingebaut. Das sieht man definitiv. Beim Mais habe ich es jetzt gerade noch nicht gesehen. So, hier müssen wir auch die Tore öffnen. Realistischerweise. Und dann wären wir hier bei den Rindern. Schweine waren ja da drüben. Und die Gänse bin ich jetzt noch gespannt. Ah, das ist richtig krass, wie viele Gebäude wir hier haben. Richtig riesig. Und hier auch nochmal ein Misthaufen und zwei Silos. Ein angefangenes... Zur Deko. Boah, das ist echt brutal. Und zwei Güllebecken, wo man schön in der Mitte durchfahren kann mit, ja, einem halbwegs schmalen Fass. Sonst wird es ein Problem. Also nicht mit dem Vierachser konnte gerannt. VQ Profi, das wird nichts. Aber ansonsten kommt man da schon durch. So, jetzt möchte ich aber nochmal ab zum Mischfutterbetrieb und dann noch zum Shop. Dann haben wir es. Der Mischfutterbetrieb sieht da hinten relativ übersichtlich aus. Und dann müsste auch hier irgendwo die Mischfutteranlage sein. Lager, okay. Aha, hier ist also das Getreidelager, gut zu wissen. Gras, Silage, Stroh, das war's. Fürs Mischfutter halt. Und hier drin ist die... Ist hier drin eine Mischfutteranlage? Ja, scheint so. Hier drin ist die Mischfutteranlage. Hier fahren wir rein, rückwärts... Hier wird Silage reingekippt, hier Stroh und hier das Heu, beziehungsweise Gras. Und hier sehen wir dann eigentlich den Pegel und das Ganze können wir dann hier abladen über diesen Trigger. Müsste man eigentlich auch mit der Taste Num 5 sehen können, ja, eigentlich schon. Gut, dann hätten wir es hier geschafft und ich finde, das ist eigentlich was, was mich immer freut, wenn es so eine eingebaute Mischfutterproduktionsanlage gibt. Weil das immer über ein Ding zu machen, über ein Futtermischwagen, stört mich doch immer ein bisschen. Und ich finde gut, dass es hier wieder eingebaut ist. Das hat mich an der Bantico schon so gefreut, dass es sowas gibt. So, im nächsten Ort in Kohlrep haben wir dann hier den Shop. Ja, wo denn? Hier links, oder? Ja, ich war schon wieder zu weit. Ich war schon wieder bei der Getreidewirtschaft.
Gut, der Shop ist hier und das Schönste ist, man hat wirklich eigentlich ganz gut Platz. Man kommt bei den Toren halbwegs gut raus, wird nichts für 15 Meter Geräte, die man nicht klappen kann, aber ansonsten ganz cool. Was ich noch erzählen wollte, ist, ihr braucht auf jeden Fall den Animated Map Trigger. Chopped Straw wird empfohlen, Multifruit Mod und ich glaube auch der irgendwas der der BGA Mod. Ansonsten glaube ich war's. Gut, Gülümis Kalk Mod sowieso. Wie gesagt, das kauft ihr alles hier am Shop. Wir schauen uns mal kurz nochmal die Tiere an, die hier dabei sind. Also Gans können wir kaufen, Schwein, Rind. Die müssen wir, glaube ich, aber dann abholen. Ich denke mal, die werden dann entweder hier gespawnt oder es gibt dafür noch ein anderes Lager. Ich glaube nicht, dass die gleich in den Stall kommen. Wenn ja, bin ich gespannt, wo die Gänse hinkommen. Nicht hier, hier sind die Schafe. Aber ansonsten hätten wir es. Wir sind durch von der Map, Freunde. Mein Fazit zu Schönebeck. Ich finde sie sogar noch etwas schöner als die Bantico. Auch wenn die Euphorie nicht ganz hören kann, weil ich heute einfach total fertig bin am ganzen Tag schon. Weil ich ein durchzechtes Wochenende hatte. Von dem her bin ich trotzdem riesig erfreut, dass die Map jetzt endlich raus ist und wirklich top aussieht. Richtig genial. Und ich denke mal, da werden viele Leute ihren Spaß dran haben. Inklusive ich. Aber ich weiß nicht, ob diese Map als Projekt gespielt werden kann. Dafür ist sie fast wieder zu groß. Und eigentlich wollte ich die Bindelbach nach dem Youngtimer-Projekt noch zocken. Das habe ich eigentlich versprochen. Von daher wird das auch wahrscheinlich eingehalten. Aber trotzdem wäre die Schöneberg mal für so ein paar Folgen oder vielleicht als letztes Projekt für ein LS doch noch was wert. Mal schauen, wie es sich ausgeht. Aber auf jeden Fall sind auch die ganzen Texturen wieder schön angepasst. Schön dunkel gehalten. Nicht so farbig bunt Bjornholm-Stil, sondern richtig dunkel und schön trist und grau, so wie man sich das vorstellt, so wie auch die ganze Landschaft hier ein bisschen ist mit alten Gebäuden und den kaputten Straßen. Das alles passt perfekt zusammen und ich finde, das ist auch wieder was bei Mappen, wo es bei Mappen drauf ankommt, dass das alles super abgestimmt ist und das hat man hier wieder einwandfrei geschafft. Von daher gibt es zu mir absolut die 5 Sterne und ich hoffe, euch wird die Map lange Spaß bereiten. Vielleicht auch über den LS17 hinaus, denn ich glaube, das ist sie wert. Ich werde hier nicht wohnen, ich gehe weiter zu meinem Haus. Das ist irgendwo da drüben, Freunde. Und macht's gut, wir sehen uns morgen wieder bei einem neuen Let's Play von dem Youngtimer-Projekt. Bis dann, macht's gut, viel Spaß auf der Schönebeck. Und danke nochmal für diese geile Map. Tschüss.